Zeit dafür gekauft. Schau, das ist Giro. Giro! Hey, Giro! Hey, ciao. Guarda chi c'è! Benvenuti! Ma che bella sorpresa! E cosa fai? Fast du mich, eh? Ja, sie verarschen uns alle, das ist ihr Büro. Tja, sai. Du weißt, am Strand wird dich lustig sein. Nur Jungs, die feiern Tag und Nacht. E la buona notizia? Heute Abend haben wir Schwertfisch und Livia macht ihn in eine Olivenkappen so strepitosa. Stupendo. Wer ist Livia? La mia cuoca. Così la chiami? Un po'. Ciccio, wir werden da sein. A più tardi. Okay. Ci saremo. Ciao. Wahnsinn, wie der auseinandergegangen ist. War doch immer so fett, Mama. Nein, früher war er schön. Ein junger Gott. Deine Mutter war 17, als ich ihn kennenlernte. Das war eine ganz große Liebe. Dann? Dann kam ich. Was zum Teufel machen Sie hier? Ganz cool. Ich tue Ihnen nichts. Ich habe bloß ein Bett gebraucht. Haben Sie kein Zuhause? Es ist Sommer. Ich wohne am Strand. Und dann kommen Sie und schlafen in mein Bett. Ich gewusst, dass dieses Bett einer so schönen Frau gehört? Ich rufe meinen Mann. Haben Sie das schon? Aber Ihr Mann dürfte nicht der Schnellste sein. Der Arme hat so viel um die Ohren. Im Moment telefoniert er mit seiner Geliebten. Sie heißt Margit. Ja? Weiß er, dass Sie es wissen? Keine Ahnung. Jedenfalls ist es praktischer für uns alle. Muss ich mein Silberbesteck nachziehen? Ich habe nichts gestohlen. Ich wollte mich bloß ausruhen. Und was ist da drin? So, bedienen Sie sich. Ich interessiere mich nicht für Besitz. Und Sie? Ich liebe das Leben. Jetzt verschwinden Sie. Nur wenn Sie mich loslassen. Ich warte nicht, Rotmäuschen! Wir essen. Essen ist der Sex des Alters. Ich will was erleben. Wie redest du mit deiner Mutter? Du bist dir immer zu, wenn du mit dir redest. Das ist nicht das Thema. Du bleibst hier, wir essen zusammen. Jetzt lass sie doch. Wir sind im Urlaub. Jeder soll das tun, was er möchte. Danke, Mama.
schnell raus. Oh nein, bitte nicht Gnade nach der anstrengenden Entfernung. Das muss doch nicht vielleicht heute sein. Doch, heute. Vielleicht morgen. Immer morgen. Übermorgen. Bist du sicher, dass es einen Übermorgen gibt? Natürlich, es gibt immer einen Übermorgen. Das ist manchmal so langweilig. Was erwartest du? Nichts, das reicht. Georg, sie ist noch nicht da. Georg, Sonja ist noch nicht da. Wie spät ist es? 23.20 Uhr. Du hast sie doch heute so großzügig ins Leben entlassen. Ja. Liebe, es ist ja bestimmt nichts, was nicht jeder im Ort kennt, sie. Ich erinnere mal daran, dass du 15 warst. Ja, das tue ich ja, aber es beruhigt mich nicht wirklich. Sie muss ihre Erfahrungen machen. Ja, ich weiß. Auch du wirst dich dann gewöhnen. Es tut mir einfach weh, dass sie erwachsen wird. Es gibt wen, der hat lange auf dich gewartet. Mhm. 4 Monate und 15 Tage. Du Buchhalterin, du Verrückte. Warum hast du nicht früher was gesagt? Wann denkst du an früher? Alles mit dir früher. Non si stancava mai. Patapam, 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 patapam. Liebes Tagebuch, wenn Marco mich ansieht, schlottern mir die Knie. Was heißt das? Dass ich verliebt bin? Thank you.
Fehlt was? Mir nicht, aber dir. Oder spielen Sie nicht gern? Konnte ich das besser? Sie müssen halt üben. Dafür habe ich keine Zeit. Deine Tochter, stimmt's? Kennst du sie? Sie ist hübsch. Ja, und? Keine Angst. Ich stehe mir auf Italiener. Du weißt wohl über alles Bescheid. Was bist du für ein? Raten Sie. Du bekommst Geld von deinen Eltern, damit du studierst. Du nimmst das Geld, studierst aber nicht, habe ich recht? Ich hasse meinen Vater. Aber er finanziert dich. Sieht ihr das wirklich? Menschenauswahl gehört zu meinem Job. Kennst du die Talkshow jetzt mal ehrlich? Ich bin die Chefredakteurin von diesem Ramschladen. Oh, hat Ihnen der Job Spaß? Jeden Monat gibt es eine Menge Schmerzensgeld dafür. Im Gegensatz zu mir hat mein Mann einen Job, der wirklich Spaß macht. Er ist auch dementsprechend schlecht bezahlt. Und was macht er? Er ist schlichter Spitalsarzt und verachtet meinen Ehrgeiz. Ich hab dich gesehen, gestern Nacht. Was willst du, spielen? Nach der Eis, es sind die Frauen, die mit den Männern spielen und nicht umgekehrt. Ich mag, wie du gehst. Und wie du dich bewegst. Und wie du mich anschaust. Du bist eine schöne Frau. Wow, die sind echt super. Bin das nicht zu damhaft? Ich bin eine Dame. Sexy auch schon, sollen wir so noch ein bisschen üben. Mama, ich werde üben diese Woche. Alles werde ich üben. Komm, Mama, tanz mit mir. Nein. Komm schon. Was, Mama? Du bist ein sehr schönes Mädchen. War ich schon immer. Ja, aber bald bist du kein Mädchen mehr. Deshalb liebst du mich nicht mehr? Ich liebe dich mehr als alles. Mehr als den Papa? Seine Kinder liebt man immer mehr. Das hat die Natur so eingerichtet. Du liebst den Papa nicht mehr. Doch. Du lügst. Wir haben eine Optimo Montebianco. Nein, danke, ein anderes Mal. Papa, ich brauche Mäuse. Wie heißt das magische Gott mit den zwei T? Plot. Nein, falsch. Bitte, 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 Papa. Hier. Schönen Abend noch, ihr zwei Tote. Ja, aber gib nicht gleich alles auf, ja? Na, ragazzi, so schnell weg, eh? Na klar, sie will verhindern, mit uns auszumachen, wann sie zurück sein muss. Ich weiß noch, wie sie klein war. Molto carina. Und jetzt ist sie groß. Groß und bella come la mamma. Aber ich muss dich enttäuschen, sondern schlägt mir nach Gegensfamilie. No, zum Glück schaut sie aus wie du, nicht wie er. Giro, ich hab dich vermisst. Die ganze Welt geht aus den Fugen, aber du bleibst immer der Alte. Beh, allora, io cosa devo dire? Okay, komm. Das muss ich auch. Schön für mich, euch zu sehen. Aber Ostern, wo wart ihr letztes Jahr? Ich konnte nicht weg aus dem Spital, ständig Nachtdienste. Und du, warum bist du nicht allein gekommen? Mir war nicht so, mir ging's nicht so. Weißt du, wir haben immer sehr viel zu tun. Ah, ihr denkt immer nur an die Arbeit. Aber an die Liebe denkt ihr nicht. Die du? Come per te? Scusatemi. Im September wollen wir allein verreisen. Ohne Kind oder? Nur ihr beide? Ja, das ist das erste Mal seit Jahren. Ja, wenn. Das ist schön. Ihr geht alleine weg. Belinda, rein. Senti un po', caro. Fick dir noch.
Ja, klar. Ich schwöre auf die heilige Madonna. Ich schwöre. Ich glaube dir nicht, auch wenn ich dich dabei sehe. Christine ist eine wunderbare Frau. Giro, du solltest nett zu ihr sein. Darauf trinken wir. Christina. Ja, Salute. Ah, ja, Christina. Schau mal diese Paar. Siehst du seine Hüfte? Das hat sein Warum. Das ist sehr interessant. Und schau mal, wie er sich bewegte. Das ist für kleine Mädchen dein Wasser noch aus nebenan. Wenn du meine Tochter suchst, dann bist du zu spät. Die hat schon Runde. Ich weiß. Spendest du nach? Ich interessiere mich für dich. Tanz mit mir. Ich bin mit meinem Mann hier. Und? Morgen Hotel Beverly 16 Uhr, Zimmer 7. Hast du schon bezahlt? Ja. Da willst du noch was trinken? Spaziergang, oder? Bist du müde? Bewegung und frische Luft tut uns gut. Liebes Tagebuch. Mama hat gesagt, sie will ihren Geburtstag nicht feiern. Doch ich weiß, dass sie lügt. Schließlich liebt sie Überraschung über alles. Ich kann es nicht mehr erwarten, Mamas Gesicht zu sehen, wenn sie erfährt, dass sie mit Papa nach Paris reisen wird. Regarde Paris, ce paradis. Blumen, Mademoiselle. Jorin? Nicht da hin, Papa, da hinten auf dem Tisch. Ce soir, étincelle sous le ciel. Je compte jours de corps qui brille en carousel, tournant encore de vingt ans, de vingt ans. Cette belle, la tour Eiffel est fière de nous, notre mort en carousel. Regarde Paris, ce paradis. Autour de cette ville, regarde Paris, ce paradis, laisse la vie danser autour de nous toute la vie. So bleibt meine Casablanca. Und es bleibt immer noch Paris. Du siehst aus, als ob ich einen Trink brauche. Champagner am frühen Morgen? C'est lui qui dit non, Champagner dit non à la vie. Wer nein sagt zum Champagner, sagt nein zum Leben. Diesen Vorwurf kann man dir wirklich nicht machen, Georg. Je m'appelle Georges, s'il vous plaît. Auf dich, Mama. Auf uns. Möge deine wildesten Träume in Erfüllung gehen. Das
du das wirklich? Ja, natürlich. Weil ich darin Superman bin, und zwar vor meinem Fall. Du bist geschmacklos, Georg. Superman ist vor 2 Jahren gestorben. Dann ist er doch frei. Stoßpunkt. Das ist der Höhepunkt der Geschmacklosigkeit. Oh la la, ich höre was. Ich glaube, da kommt noch eine Überraschung. Eigentlich wollte ich meinen Geburtstag vergessen. Keine Chance. Hier, statt Blumen. Erste Lage gut durchgerüttelt, am besten liegen lassen. Brechen jetzt hier französische Wochen aus. Martin hat extra einen wichtigen Kongress verschoben, wo er über Darmperistaltik und mögliche Erschwerungsfaktoren vortragen sollte. Bitte. Oh, danke, das ist so lieb von euch. Wie lange konntet ihr euch denn freischaufeln? 2 oder 3 Tage. Das Geschenk ist übrigens auch von mir, ja. Und Linda hat es ausgesucht, hat recht? Christine hat immer recht. Elle a toujours raison. Bienvenue. Comment allez-vous? Linda. Herr Kollege. Ja, wo haben Sie denn ihn auslassen? Was irgendwelche professionelle Hilfe benötigen, dann... Excusez-moi, Docteur, aber ich hatte heute Morgen gesagt, man einer schizophrenischer Schübel. Ich dachte, ich bin ein waschechter Pariser. Ja, dagegen soll ich schon probate Mittel geben. Voilà, mon ami. So sieht's gut aus. So schöne hohe Backenkurve steht dir gut. Man könnte auch sagen, eingefallene Bank. Rechtlich wenig Schlaf, viel Stress, die keine Zeit zum Essen Diät. Ach, ihr Karrierefrauen. Warum tut ihr euch das eigentlich alles an? Martin mir gar nicht, dass ich arbeite. Ja, aber Martin ist im Gegensatz zu meinem Bon Vivant Georg ein echter Workaholic. Sag, 42. Ist das sehr schlimm? Wie fühlst du dich? Kein Tag jünger. Und so, als ob ich meine Zukunft schon hinter mir hätte. Wie alt bist du eigentlich? Teile von mir sind 32. Schau mal. 2 winzig kleine Schnitte. Und schon hat man so etwas wie strahlende Rehaugen. Ist das nicht fantastisch? Sind sie nicht süß, unsere Männer? So bedeutungsschwer. Jetzt mach doch endlich dein Geschenk auf. Deine Redakteurinnen werden dich dafür hassen. Die hassen mich sowieso. Ihre Tumormarker waren doch negativ, Martin. Und Georg, Tumormarker sind doch nicht spezifisch, das muss ich dir doch nicht erklären. Ihr Blutbild ist nicht berauschend. Wenn das die Zystitis unter Antibiotika nicht abgeklungen ist, das gibt mir auch irgendwie zu denken. Wann hast du den Befund? In 3 Tagen, spätestens. Komm, mach dich nicht verrückt, man kann jetzt eh nichts machen. Und wenn Christine Verdacht schöpft, dann verdirbst du den ganzen Urlaub. Sie glaubt doch, das war Routineuntersuchung. Also, reg dich jetzt nicht auf. Ich reg mich auch gar nicht auf. Es geht ja nur um meine Frau. Ich habe Kaffee gemacht. Wer möchte Kaffee? Oh, Kaffee, das ist ja genau das Richtige, um so einen kleinen Damenschwips zu korrigieren. Oh, Mama, ist das deine? Darf ich mir die mal leihen? Du untersteh dich. Das ist keine billige Teilware, sondern echt. Es muss anstrengend sein, eine Tochter zu haben. Anstrengend, ja. Du bleibst wegen ihnen und sie gehen wegen dir. Das ist aber auch sehr schön am Ende des Tages. Mhm. Gesagt, dass du nicht kommen sollst. Kuss. Du hast den Kuss längst gehabt, lass mich durch. Lass mich küssen. Kapierst du nicht, dass du hier nichts zu suchen hast? Na, mein Freund, der Georg, hat mich eingeladen. Es ist aus. Du bist mein. Oh, fick dich doch. Er ist durch. Ich fick dich. Du träumst. Spazieren. Soll ich dich begleiten? Ich mach das gern. Verschieß nicht dein ganzes Pulver, der Urlaub dauert noch ein Weilchen. Wie lange wollen Sie bleiben? Eine Nacht. Ich gebe Ihnen ein Zimmer im 2. Stock. Geben Sie mir bitte das Zimmer Nummer 7. Das ist die Suite. Ja, ich weiß. Ich habe da mal als junges Mädchen gewohnt. Sie haben Glück. Die ist neu renoviert und frei. Das Frühstück können Sie im neu gestalteten Puccini-Saal zwischen 9 und 11.30 Uhr einnehmen. Das ist im 1. Stock, gleich wenn Sie den Lift verlassen, durch die Glastür durch. Und dann... Und eine Flasche Champagner. Mimo, der Champagner, tschö. Passt bipaheizig? Perfekt. Per la numero 7. Grazie, ciao.
Ganz schön abgespaced. Herein! Lieb sein zu mir. Versprich mir, dass du ganz lieb bist zu mir. Ich brauche jemanden, der lieb ist. Hä? Hör zu, er hat einen schönen Fick. Und mehr will ich nicht von dir. Ich bin so glücklich. Wir reden nicht über Gefühle, weißt du? Lass uns was trinken gehen. Ich glaube ja nicht, dass ich in dich verliebt bin. Vielleicht wächst du auch einfach nur Erinnerung, weil du so jung und schön bist. Oder du bist wie ein Spielzeug. Fräulein? Sie? Können wir die Karte haben? Bene. Hast du Hunger? Nur wenn du mich einlädst. Bist du ein Gigolo? Nein. Deine Mutter so was oft? Mai, no! Da ist sie! Mama! An, stopp! Mama! Soll ich nicht alles sagen? Nein, du bleibst hier oder denkst du, du bist sowas wie ein Schwiegersohn? Sonja, mein Schatz, solltest du nicht längst zu Hause sein? Willst du mich verarschen? Wo warst du? Ist das dein Freund? Mama, ich hab keinen Bock zwischen dir und Papa, den Vermittler zu spielen. Das ist doch der Junge, der gestern im Restaurant dich abgeholt hat. Wo warst du, Mama? Was hast du gemacht? Der ist hübsch, dein kleiner Freund. Mama, hörst du mir überhaupt zu? Hallo? Junge Männer sind einfach so schön. Hast du schon mit ihm geschlafen? Du bist peinlich. Vieni, andiamo. Was ist? Sie ist verrückt geworden. Los, dann los, jetzt wir weg hier. Hallo. Hallo. Was willst du mir nachspielen? Ich bin ja Sonja hinterher. Ich bin eine erwachsene Frau. Ich habe jetzt meinen 42. Geburtstag gefeiert. Du solltest dich nicht so sehr um mich sorgen, sondern um Sonja. Die war mit dem neuen Freund unterwegs. Der Junge, der sie gestern vom Restaurant abgeholt hat. Scusa? Scusa? Quando passa l'autobus? Non pullman. Niente autobus? No, non passa. Non c'è pullman. Sono autostop. Autostop. Christine. Christi, hallo, Christine! Das gibt's doch nicht, was ist denn da los? Ja, ich höre dir zu. Was?
Was heißt Martin und Linda? Hab ich sie eingeladen? Nein, du hast sie eingeladen. Hast du mich gefragt? Selbstverständlich hast du mich nicht gefragt. Vielleicht wollte ich gar keine Überraschung. Vielleicht wollte ich einfach nur mal ein paar Stunden für mich alleine sein. Oder ist das so viel verlangt? Nein, nein, das ist nicht so viel verlangt. Wann kommst du? Ich bin gleich da. Seit wann wartest du auf mich? Christine hat sich gemeldet. Und vermisst sie uns? Sie war unterwegs, sagt sie. Ich verstehe das nicht. Sie war irgendwie anders. Also, keine Ahnung, das ist ganz komisch. Wenn sie irgendeine neue Energie hätte. Was ist? Hast du ihr gegenüber eine Andeutung gemacht? Nein. Sie fühlt sich gesund, seitdem die Diagnose negativ war. Ja, Martin, vielleicht braucht sie einen Liebhaber. Die hat ja so lange niemanden gehabt. Sag, hast du jemals daran gedacht, sie zu verlassen? Ich? Ja? Nein. Nein, weil sie scheint so eigenartig aufzublühen hier. Und du bist auch irgendwie verändert. Ich? Hör zu, Martin, ich habe sie jahrelang vernachlässigt. Ich habe sie zurückgewiesen. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, sie haben mich gar nicht mehr interessiert. Und plötzlich spüre ich diese Liebe der ersten Jahre wieder. Das ist komisch. Kannst du dich noch an unsere Wohnung erinnern in der Felberstraße? Was? Ja, natürlich. Ja. Wir waren Fall für jene Polizei. Vor allem du. Unsere Küche war das reinste Biotop. Aber wenn die Christine gekommen ist, konnte man vom Boden essen. Ja. Ja, ich erinnere mich. Das wären das 25 Jahre her. Ja. Was glaubst du, Martin? Werden wir alt? Ja. Äußerlich. Äußerlich, Georg, innerlich sind wir immer noch die wilden Kerle von damals. Unsere Natur ist unser Schicksal. Ich war unten am Meer, ich kann nachts nicht schlafen. Wo warst du? Wir haben dich gesucht. Georg war total aus dem Häuschen. Ich wollte etwas Zeit für mich. Zeit? Für mich habe ich mehr als genug. Martin ist ja nie da. Er ist unruhig. Ich bin froh, dass du mit ihm schläfst. Du weißt das? Sicher. Schließlich geht das mit euch schon seit 5 Jahren. Aber ich bin dir sehr dankbar. Denn solange er mit dir schläft, weiß ich zumindest, dass er mich nicht verlässt. Das genügt dir? Wenn nicht, gehe ich shoppen. Ich wähle, entscheide, zücke die Kreditkarte und schon gehört es mir. Schläfst du mit anderen Männern? Nein. Hast du dich niemals verliebt? Nein. Aber du bist verliebt. Nein. Hey, du siehst so schön aus. Du strahlst mit jeder Pore deiner Haut. Ich hatte Sex. Wilden, animalischen Sex. Schwitzende Körper. Nein, du hast ja eben die schönsten Stunden deines Lebens verbracht. Was willst du Georg erzählen? Georg? Ich weiß nicht. Hast du Angst, reinzugehen? Georg würde mir nie was tun. Sag Martin nicht, dass ich es weiß. Tut mir leid, Linda, ich war einsam. Vielleicht war ich ja froh, dass Martin versorgt war. Wahrscheinlich hatte ich längst keine Lust mehr. Warum verlässt du ihn dann nicht? Mein halbes Leben habe ich in diese Beziehung investiert. Warum soll ich dann vorne anfangen? Weil es mir halt eine Chance gibt. Wahrscheinlich habe ich etwas Besseres verdient, aber glaubst du, dass etwas Besseres nachkommt? Haben die Männer nicht längst aufgehört, uns zu bewundern? Und wenn sie sich ändern? Dann müssen sie uns mehr lieben als sich selbst. Du bist nicht so hastig. Und du führst dich nicht wie eine Vollidiotin auf. Schläfst du mit diesem Marco? Schläfst du mit anderen Männern? Was denkst du? Sicher tust du das. Und jeder weiß es, außer uns natürlich. Also gut. Marco und ich haben uns aufgeführt. Was heißt das, aufgeführt? Ja, aufführen heißt rumschmuten, rummachen mit allem, was dazugehört hat. Wo? Was? Wo habt ihr euch aufgeführt? In der Disco.
Wie, vor allen Leuten? War dir das nicht peinlich? In meinem Alter ist sowas ganz normal. Fühlen sich alle so auf, da kannst du machen, was du willst. Liebst du denn diesen Marco? Lieben. Was heißt schon lieben? Dass sich unsere Sehnsucht in einem einzigen Menschen erfüllt. Wenn der Mensch einfach zu klein ist oder die Sehnsucht zu groß? Dann stirbt diese Liebe. Marco und ich haben so Spaß gehabt. Und du? Hast dich bestimmt prächtig amüsiert. Denkst du, ich bin zu alt zum Spaß haben? Wie wär's, wenn du es mit Papa besprichst? Das ist der neue Geburtstag. Sie sollte sich amüsieren. Meine Frau ist in einer dieser Katzen. Da waren sie herum in der Gegend. Plötzlich ist sie wieder da und sitzt am Schoß. Ich will nicht, dass die Zeit verliert. Linda, glaubst du, dass wir unser Leben selbst bestimmen oder dass das Leben uns bestimmt? Ich glaube an das Schicksal und an Geschenke, die uns in den Weg gelegt werden. Und du, Martin? Woran glaubst du? Ich glaube an die Schönheit der Frauen. Ein bisschen mehr Wind wäre nicht schlecht. Wo darfst du die Augen los? Ich denke, es sieht italienisch genug aus. Schaut nach Gewitter aus. Von mir aus kann alles so bleiben, wie es ist. Ich finde das herrlich. Was ist das für ein Kleid? Ich habe noch nie gesehen. Doch, aber nicht an mir, es gehört so nicht. Die Christine, wie macht sie das nur? Die wird von Tag zu Tag jünger. Und begehrenswerter. Na, was gibt's eigentlich zu essen? Ich möchte damit ausgehen. Wie steht's mit euch? Habt ihr Lust? Wir könnten zu Ciro. Also, um ehrlich zu sein, ich bin erledigt. Im Gegensatz zu deiner Frau werde ich ja nicht immer jünger. Und du, Maus, was sagst du? So ein Tag Sonne und Wasser. Das ist ganz schön anstrengend. Ja, ich könnte bei dir noch einen Fisch besorgen. Was hältst du davon? Also Ponzino, ich mache ein paar Rosmarinkartoffeln, einen Salat. Mach, was du willst. Ein Schluck Weißwein? Eben. Oder wenn er kalt ist. Der Abend schreit nach Alkohol. Sowieso. Ja, wie ich ihr die Brustwarzen gebissen habe, hat sie gepfiffen, ist sie zweimal rumgeflogen zum Fenster raus. Wieso voll? Ich hab schon fast in den Haaren schwebt, sonst komme ich noch auf schlimme Gedanken. Was sind für schlimme Gedanken? Gute, schlimme Gedanken, die ich besser ganz für mich behalte. Ich hätte ausgehen sollen, was mache ich noch bloß? Was haben uns denn da rum? Unser Leben ist doch prachtvoll. Eine einzige Spielwiese. Weil wir alle spielen? So wie du jetzt spielst, dass du wahnsinnig scharf auf mich bist? Aber ich spüre, dass es dir auch gefällt. Du spürst dich nicht mich. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn du irgendwas überhaupt noch spürst, dann bist es du selbst. Du, sag mal was Geiles. Linda weiß, dass ich mit dir geschlafen habe. Und du hast es abgestritten? Ganz im Gegenteil. Was ist, willst du unser Glück zerstören? Oder? Welches Glück? Ja, unseres. Weißt du, wie viele uns um dieses Leben beneiden? Was für ein Leben meinst du? Wir haben alle Freiheiten, alle Möglichkeiten. Meinst du diese Freiheit, dass du deinen Schwanz in meinen Arsch stopfst, wenn deine Frau zuschaut und sich mit meinem Mann betrinkt? Du bist so kompliziert. Unser Leben ist natürlich nicht verrottet. Mag sein, aber auch privilegiert wird das verpflichtet, uns so zu leben. Warum? Haben wir dem Erfolg hinterherhecheln, weil wir reden und reden, ohne uns was zu sagen zu haben? Dann schau ich doch alle an, wir sterben doch alle vor Einsamkeit. Ich kümmere mich um dich, wenn wir wieder in Wien sind. Was heißt kümmern? Ja, das, was du so an mir schätzt. Die Adresse kennst du. Yeah.
der junge Mann nicht gekommen? Ich habe ihm abgesagt. Recht haben Sie. Frauen und Männer sollten sich erst gar nicht aufeinander einlassen. Und die Liebe? Was ist mit der Liebe? Die Liebe. Wir verlieben uns in ein bestimmtes Lächeln. In die Art, wie einer sein Hemd bügelt. Haben Sie ihn angerufen? Es geht Sie nichts an. Bestimmt wissen Sie, wo er wohnt. Ja. Ja, ich weiß alles. Aber ich sag's Ihnen nicht. Wenn Sie Glück haben, ist er ja bei Ihnen zu Hause gestrandet. Zu Hause? Zu Hause schlief mein Mann. Und der weiß selbstverständlich nichts davon. Würden Sie es dem Mann erzählen? Nein. Natürlich nicht. Meinen Sie, wir sollten unsere kleinen Geheimnisse für uns behalten? Mein Leben besteht aus zu vielen Lügen. Wenn Sie Ihr Leben unglücklich macht, dann sollten Sie es ändern. Ich bin sicher, Sie können ihn finden. Wissen Sie, was ich tun werde? Hat es mit Liebe zu tun? Soll es mit Liebe zu tun? Mhm. Ich gehe zu ihm, ich lege mich hin und dann frage ich, warum bist du nicht gekommen? Weil ich wollte, dass du kommst. Ich habe gewartet. Ich war betrunken und bekifft. Was wird aus uns, aus dir und mir? Wir werden uns lieben. Und dann? Lass mich. Du hast getrunken. Du warst lange weg. Wo warst du? Atmen. Nicht gesagt, du sollst anklopfen. Sonja. Ach, du bist es. Nein, geht's dir mal ein bisschen. Wir sind lange nicht mehr gesprochen. Ja, seit du die vielen Nachtdienste machst, hast du ja auch keine Zeit mehr. Ich glaube, deine Mutter will mich verlassen. Weißt du was davon? Hat sie mit dir geredet? Du musst was dagegen tun. Du nimmst immer alles so hin, du sprichst nie wirklich mit ihr. Du bist ein Mann, du musst was machen. Schließlich ist sie deine Frau. Was soll ich denn tun? Willst du Wein? Ich brauche Wein. Schöne Mädchen, musst du ficken? Nein. Warum nicht? Tio, ich bin verheiratet. Nein, was soll das heißen? Nein. Ich liebe meine Frau, verstehst du? Aber wer redet denn hier von Liebe? Excuse me, Junge, ich rede von Ficken. Tio, ich ficke meine Frau. Schön, dass du deine Frau fickst. Aber was hat das damit zu tun, hä? Ich ficke nur meine Frau, verstehst du? Du fickst also nur deine Frau, hä? Ja. Niemals eine andere? Nein. Du sagst mir, du fickst nur deine Frau? Ja, verdammt doch mal. Aber warum? Weil ich sie liebe. Ich weiß, du liebst Christine, aber wo ist sie gerade? Weißt du? Weißt du nicht? Nein, ich weiß es nicht. Eieieiei. Bist du verrückt? Ich will dich schlafen. Zeit am falschen Ort. Wie lange willst du mich noch im Hotel deponieren? Das ist das Haus meiner Familie. Na und? Dein Mann ist auf seinem Segelboot. Deine Tochter fährt mit dem Vespertypen durch die Gegend. Willst du mich umbringen, verschwinde. Geile Anlage.
Bestimmt noch ein Kohle gekostet. Ja, ich lebe gut und ich arbeite hart dafür, dass ich mir das leisten kann, was ich mir leisten will. Dieses Leben kostet mich eine Menge Kraft und Energie. Es war nicht leicht, dieses Jahr alles aufzubauen, verstehst du? Niemand hat es mir hinten reingeschoben. Ich komme aus einfachen Verhältnissen, Georg auch. Alles, was du hier siehst, haben wir uns selbst geschaffen. Da blieb nicht so viel Zeit für die angenehmen Seiten des Lebens. Ich kann nicht so wie du heute ja, morgen. Nein, ich bin es gewöhnt, dass man sich an Vereinbarungen hält. Du stehst auf die 70er? Nein, Georg steht auf die 70er. Schau, dass wir noch tanzen. Du bringst mich um. Nein, ich erweck dich zum Leben. Was glaubst du? Ich bin ein kleiner Lover und schlaf dir. Dass du anziehen kannst. Denkst du vielleicht, ich bin einer deiner Idioten aus deiner Verblödungsshow? Die du bestellen und wieder abbestellen kannst? Was? Du kämpfst gegen deine Langeweile. Du bist dir daher das Recht, über meine Existenz oder meine Nicht-Existenz zu bestimmen. Nein. Wenn du mich liebst, dann liebst du mich jetzt. Was hältst du davon? Ja, wenn es dir gefällt. Ich will deine Meinung hören. Finde ich gut. Oder ist das schöner? Du musst dich wohlfühlen. Ja? Ich weiß nicht. Du bist ein großes Mädchen, du kannst alleine einkaufen. Weißt du, warum ich diese Kleider kaufe? Weil du dich für mich schön machst. Nein, weil ich gute Kleider im schlichten Fick vorziehe. Geh vor zu Georg. Aber vielleicht ist der Kick beim Kleiderkauf in jedem Fall größer als beim Ficken. Du nicht Wasser. Und die Version nicht Gas. Gas wieder ist. Hast du jemals daran gedacht, dass deine Frau sterben könnte? Nein. Hast du sie schon mal betrogen? Hast du schon mal Christine betrogen? Willst du nicht ehrlich an? Warum nicht? Hast du sie schon mal betrogen, Martin? Sicher, du nicht. Mit wem? Mit deiner Frau. Also, du sprichst von der Frau, die vorgestern ihrem Geburtstag durch die Gegend stand. Ja? Ist sie gut im Bett? Sehr gut. Großartig. Worauf steht sie so am meisten? Verschieden. Sie ist experimentierfreudig. Am liebsten hat sie von hinten. Bist du sicher, dass du von meiner Frau sprichst? Möglicherweise kenne ich sie besser als du. Wie oft treibst du es denn mit ihr? Jeden zweiten Donnerstag. Und wo legst du sie aufs Kreuz? Hotel. Hotel? Welchem Hotel? Im Orient. Wo sonst? Im Orient. Im Orient, dort, wo alle hingehen. Ist das nicht ein bisschen banal? Jetzt habe ich dich dran geregt, was? Was? Gibst du einen Moment, dass du dran geglaubt? Ja, ja. Ich trinke auf dich, deine Moor, du bist und bleibst ein witziger Kerl. Ich habe mit dem Kollegen von der Histologie gesprochen. Spätestens morgen früh haben wir die Befunde. Naja, vielleicht ist Christine gar nicht so krank, wie wir befürchtet hätten. Diese neue Energie. Na, ich habe nicht gedacht, dass sie plötzlich so voll gesunder Energie sein kann. Und weißt du, Martin, ich habe daran gedacht, Christine zu verlassen. Dann plötzlich bin ich wieder verliebt in sie. Du, man ändert seine Einstellung durch die Konfrontation mit dem Tod, ist klar. Und willst du damit sagen, dass es gut ist, dass Leute sterben? Darf ich vorstellen? Georg, Martin, Tamasch. Setz dich da. Tamasch, mein neuer Liebhaber.
Oder bist du jetzt total durchgeknallt? Warum? Weil ich dir, Georg, und mir nicht länger was vormache? Warum tust du ihm das an? Die Wahrheit bringt ihn nicht um. Die Wahrheit bringt uns alle um. Und was sagst du dazu? Nichts. Hagen, wollen Sie trinken? Ja, eine Flasche Champagner und eine Flasche Mineral. Ja, mit der Gas, ohne Gas? Ohne Gas, ohne Eis. Und wer ist er? Er ist mein Ex-Liebhaber. Warum hast du nichts geantwortet? Hast du nichts zu sagen? Das ist dein Leben. Ich bin pleite. Ist das zwischen Herz und Vater alle? Mein Vater ist ein Arschloch, ich kenne ihn nicht. Lass uns feiern. Es tut mir leid. Liebes Tagebuch, ich habe mit Marco geschlafen. Zärtlich zu mir warst, dass sich alles ändert. Der Liebe ist kein Wasser, an dem man auf und ab drehen kann. Der Liebe ist ein Fluss. Du glaubst, dieser Junge kann dich retten? Er hat mein Herz berührt, verstehst du? Er hat all das aufgemacht, was in diesen Jahren mit dir kaputt gegangen ist. Weil ich ersticke bin. Ich habe keine Luft mehr zum Atmen. Ich ersticke. Wir beide ersticken doch. Ja. Weißt du, wie viel du mir bedeutest? Warum sagst du das jetzt? Weil es die Wahrheit ist. Georg hätte sich schneller beruhigt, wenn du dich eingemischt hättest. Noch mehr Blut vergießen? Glaubst du, dass deine Anwesenheit die Situation noch verschärft hätte? Wie ich weiß, hat der Georg keinen Revolver. Sei bella come tua madre. Meine Mutter sagt, ich schlage eher nach Georgs Familie. Siete veramente una bella coppia. Complimenti. Buonanotte. 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 Was für ein schmieriger Typ. Ach, vergissen. Dovrei dimenticare tutto. Questa giornata, la mia vita passata. Tutto si risolverà. Nichts wird gut. Tutta colpa mia. L'ho detto a papà che ora di fare qualcosa. L'ho provocato. Non sei responsabile della vita dei tuoi genitori. I figli non sono responsabili della vita dei propri genitori. Voglio che ritornano insieme. Cosa devo fare? Pizza.
so ein lauwarmes Bier? Michael, schmeiß mal ein Bier rüber. Okay. Jetzt muss ich kiffen. Ci si può amare per tutta una vita? Sì. E perché i miei genitori non si amano più? Forse non si sono mai amati. Pensi che mamma amava quel vestito Ciro? La gente del paese dice che Ciro da giovane era bellissimo. Nessuno può cambiare così. E se a me venisse un pancione così? Tu con un pancione? Das passt doch gar nicht zusammen. Mio padre è calvo. Tua mamma lo ama ancora? Ti direbbe di sì, a giudicare da quanto spesso fanno l'amore. Quanto mi ami? Più di tutto. Più di te, Marco? Sì. Mi realizzi un desiderio? Qualunque cosa. Portami a casa? No. Du musst mit mir reden. Ich will wissen, wo die Mama ist. Jetzt komm schon, red mit mir! Geschlafen. Was hast du dabei gedacht? Ein Mann darf eine Frau nicht schlagen. Denkst du, sie liebt dich, wenn du sie schlägst? Lass mich allein. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Deine Frau wird leben. Ich habe es den Befund. Es war Zyste, kein Tumor. Gratuliere. Zyste. Wegen so einer Idiotenzyste bin ich halt wahnsinnig geworden. Na gut, dass wir nichts gesagt haben von unseren Befürchtungen. Das ist schon seltsam, dass uns immer erst dann der Arsch auf Grundeis geht, wenn wir glauben, dass uns die Fälle davon schwimmen. Was war das dir denn?
gut. Sie wird sich beruhigen. Du suchst deine Frau. Mach was aus deinem Glück. Christina hasst es, wenn ich hinterher spioniere. Gute Fahrt. Pack alles in die kleine Ledertasche. Giro, bring mir deinen besten Motor. Tu vuoi bere questo? Sì. Das Handy liegt auf der Kommode im Schlafzimmer. Der Schlüssel auch. Ja. Gut, danke. Deine Tochter war gestern im Hotel Bellevue mit ihrem Freund. Hast du das gewusst? Sonja spricht nicht mit mir über ihr Liebesleben. Und du sprichst mit ihr über dein Liebesleben. Du schläfst wieder mit der Rezeptionistin aus dem Bellevue. Das Unglaubliche ist, dass du dich noch wie ein Teenager benimmst. Glaubst du, dass sie das nicht sieht? Ja? Du sei geloso di lei, solo perché lei ha una vita davanti. E questo ti dà fastidio. Ich wünsche mir die Unschuld zurück, die Sonja noch hat und die wir alle verloren haben. Das Handy ist in der Seitentasche. Danke. Kannst du das bitte Linda geben? Okay, gut. Ich nehme das. Willst du mir nicht deinen Freund vorstellen? Das ist Marco. Marco, das ist meine Mutter. Ciao. Wir zählen. Mama, dem Papa geht's total schlecht. Der Schmerz geht vorbei. Ami la mia bambina? Salami di riprendere ti cura di lei. Ist der nicht süß? Ja, sehr süß. Wieso liebt ihr euch nicht mehr? Stell Marco deinem Vater vor. Wir sprechen in Wien drüber. Ich muss los. Weißt du, ich habe immer geglaubt, man kann sich nicht ändern. Aber seit ich Marco kenne, habe ich mich total verändert. Genieß diese Liebe. Was du jetzt fühlst, wird sich nicht wiederholen. Was soll ich dem Papa sagen? Sag ihm, ich bin nicht böse. Ich hab dich lieb, Mama. Ich dich auch, mein Engel. Il ragazzo ti ha reso molto bella. Ti trovo in grandissima forma. Sei molto meglio che una volta. Avrei voglia di fare l'amore con te. Ciro, mein alter Freund, du hast zugelegt. Die Camicie, die Sonne, die fällt da strette. Okay, ich habe etwas zugelegt, aber ich habe mich nicht verändert. Das sagt sogar Georg, ecco. Che ti scoppia ogni donna come prima. Sono d'accordo con Georg. Sì, a me le donne piacciono in generale. Per me tutte le donne sono solo donne. Yeah, tu ne ami troppe. Perché hai paura di amare una sola? Sì, vabbè, cosa c'è di male se continui a innamorare? Scusa. E questo desiderio mi fa capire che sono ancora in vita. Non ti manca l'avventura di amare una persona di cui sai com'era prima? E perché ora è quel che è? Dai, Cristina, voglio fare l'amore con te. Magari lo facciamo, poi scopriremo di andarci ancora. Siamo in ritardo. Hai paura di perdere il traghetto. E poi non so neanche perché devi partire. Ho una vita da mettere in ordine. Dammi almeno un bacio. Das ist von Cristina. Was machst du da? Das ist ein Auftrag von Christina. Können Sie das anziehen? Das ist nicht für mich. Können Sie für mich auf- und ablaufen, dass ich sehen kann, ob es gut fällt?
sehr schön. Gerne. Glauben Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind? Sie sind Georgs Frau. Ich habe Sie auf alten Familienaufnahmen gesehen. Wahrscheinlich halten Sie mich jetzt für verrückt, dass ich meinen Urlaub abbreche, um Sie endlich sehen zu können. Schließlich haben Georg und ich uns über die Jahre arrangiert. Trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, es ist verlogen, mit jemandem zusammenzuleben, nur aus Gewohnheit. Wie lange geht es eigentlich schon mit Georg und Ihnen? 3 Jahre? 4 Monate? Ja, es war im März, wir hatten die höchsten Einschaltquoten. Nein, es war im Mai. Ich hatte einen Autounfall. 4 Jahre und 2 Monate. Und warum Georg? Es gibt nicht so viele. Viele haben keinen Job, können einem nichts bieten. Auf jeden Fall bin ich froh, dass Georg endlich mit ihm gesprochen hat. Küssen Sie mich. Dann machen Sie schon, küssen Sie mich. Ich möchte herausfinden, was Georg sucht und bei Ihnen findet. Ich bin jung. Nein, Sie sind jung und unkompliziert. Sie haben das ganze Leben noch vor sich. Sie müssen sich nicht mit vergebenen Chancen abfinden. Schlafen Sie mit anderen Männern, während er bei mir ist? Manchmal. Sie sollten sich ausleben. Und Sie? Ich war in Ihrem Alter verheiratet. Wegen dem Kind? Nein, wegen der Liebe. Georg liebt Sie. Und was will er denn von ihm? Noch mehr Liebe? Schön. Dann machen Sie ihn doch glücklich. Oder sind Sie nicht sicher, dass Sie ihn kriegen? Bis vor einer Woche war ich's. Aber dann ist was passiert. Georg wollte nicht sagen, was. Es ist gar nichts passiert. Ich habe mit Georg niemals darüber geredet. Sie können das Kleid jetzt ausziehen. Ich nehme es. So habe ich ihn kennengelernt. Lieben Sie ihn noch? Wahrscheinlich wollte ich das in diesem Urlaub herausfinden. Behalten Sie es. Georg, deine Frau war gerade bei mir. Wo bist du? Was? Ja, herrliches Wetter. Vielleicht bleibe ich auch noch eine Woche länger. Mhm. Ja, ich werde mit dir reden. Ich rufe Christina an. Okay, Margit. Ja, weißt du, unsere Tochter hat sich zum ersten Mal so richtig verliebt. Aha. Ja. Nein, das erzähle ich dir alles das nächste Mal in Ruhe, Eleonore. Ja. Ja, ist gut. Ja. Du bei mir klopft. Ja, küss. Ciao. Hallo? Hallo, hallo. Ich bin es, dein lieber Mann. Ich glaube, ich habe mich schrecklich aufgeführt. Entschuldige bitte. Es ist das erste Mal seit 17 Jahren, dass du dich entschuldigst. Es tut mir wirklich leid. Ja, mir tut's auch leid. Ich hätte dich niemals schlagen dürfen. Ja, es war falsch und es hat wehgetan.